Aloha und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Football Manager 2018. Auch wenn wir zwei Spiele hintereinander verloren haben, versuche ich nicht die gute Laune zu verlieren und denn dann haben wir es wirklich verloren, wenn wir aufhören zu lachen. Was ich mal kurz angucken wollte, ist ja die Durchschnittswertung, da mich gewundert hat, dass Goretzka nicht dazugehört, aber wie ich sehe, ist er nur auf Platz 4, Ober auf 7, Götze auf 12. Stuttgart hat 2 in den Top 3, aber ist in der Tabelle nur 7. Das ist sehr interessant, wie ich es finde, oder? Dann noch Pedro auf 13. Also, die scheinen eine gute Offensive zu haben. 52 Tore, ja, haben die sogar wirklich. 4 der letzten 5 Spiele verloren und dann viele Gegentore kassiert, glaube ich, ne? 4 gegen mich, 5 gegen Mainz, gegen Köln 1 und gegen Frankfurt 2. Das ist schon... not bad. Okay, die letzten beiden Jugendspieler haben den Vertrag unterschrieben. Das ist dann jetzt unsere neue Jugendmannschaft. Ach stimmt, Reus fällt aus, 3 bis 4 Wochen. Bis zu 3 Wochen, das ist sehr bitter. Dafür kommt Pulisic auf die Bank und in die Startelf und Keane. Die Bank ist dann aber nicht mehr verfügbar für die U19 für die Zeit. Zum Glück haben wir jetzt keine riesen Verletzten-Misere mit 5-6 Spielern, weil wir haben ja insgesamt nur 21 Spieler im Kader der ersten Elf, deswegen wäre das ein bisschen eng geworden. So, Weigel kommt wieder wie Wendell und ansonsten, jo. Spielen wir auch mit dieser Mannschaft gegen Darmstadt, außer ich ändere noch kurzfristig meine Meinung, aber dürfte eher nicht der Fall sein. Beziehungsweise dürfte eher nicht dazu kommen. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir noch den Torhüter kriegen können von Wolfsburg. Genau. 4,7 Millionen. Ist ja ein gutes Angebot. Die haben ja, glaube ich, am Ende 5,25 geboten. Och, da ist Keane nicht dabei und direkt verlieren wir. Und auch noch gegen den zweiten. Mann. Da wird es auch wieder eng in der Jugend. Und wir kriegen 500.000 für Sven Bender. Immerhin ein bisschen Geld in die Kassen. Och, die sind wirklich sehr hart. Sehr harte Verhandlungspartner. Die kämpfen um jeden 100.000 Euro Schritt, sozusagen. Weinfeller entlässt seinen Berater, okay. Ein paar Monate vor Karriereende. Auch Laporte ist auch noch verletzt. So viel zum Thema. Zum Glück haben wir keine große Verletzten-Misere. Ah, oh, toll. Ja, wir haben zwar Sakadu, aber jetzt ist der letzte Spieler, der auf der Tribüne saß, jetzt auch noch auf der Bank. Und Sessegnon ist jetzt auch nicht mehr verfügbar für die U19. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Darmstadt ist jetzt auf den 17. Platz abgerutscht. Ein unglaublich wichtiger Auswärtssieg für Gladbach. Die sich da befreien konnten. Von Platz 17 auf 14 jetzt nach vorne gerutscht sind. Und Däumeland, sehr schön. Es gibt keine Gehaltssteigerung, das wisst ihr doch alle. Also braucht ihr es gar nicht zu versuchen. So, 185.000. Ablöse von 4,8 Millionen. Das ist schon eine Menge, klar, aber wir haben ja noch das Geld. Ich sage extra noch, weil wir die Saison halt so einen Verlust gemacht haben. Minus 90 Millionen ist schon ein Häppchen. Damit kann man so schon so 3-4 Brötchen kaufen, oder? Schon mit Käse und Butter beschmiert. Vielleicht auch 5. 4-0 gegen Manu, sehr schön. Hattrick durch Robert Kehr. Und dass davor so gute Spieler fehlen. Und Däumeland kommt.
Der erste Neuzugang zur neuen Saison. Zusammen mit Stemby und De Sousa, genau. Was ich machen wollte, genau, ich wollte mir noch angucken, was so für Spieler kommen, beziehungsweise Verträge auslaufen zur nächsten Saison. Denn da gibt es natürlich halt immer hin und wieder interessante Spieler, ne? So, gehen wir mal nach Alter. Alter machen wir mal 26. Luke Shaw ist dabei. Oh. Dieser Vertrag läuft aus. Von diesem Spieler. Das wäre ein guter Ersatz. Und Areola? Nee, ich will jetzt so einen jungen, guten... Wobei, wenn sein Vertrag ausläuft, ist er ja praktisch ablösefrei. Dann wäre er vielleicht der Ersatz für Weidenfeller. Komm, Luke Shaw, den würde ich haben. Aber nicht für 5,6 Millionen, oder? Schmeller kriegt 2,5. Handgeld? 5 Millionen Handgeld? Auf jeden Fall nicht. Weide kriegt wie viel? 2,8 Millionen, okay. Areola möchte haben. Titel holen, nächste Saison möchte. Nö, kann ich ihm nicht versprechen. Dann warten wir mal, ob der jetzt trotzdem noch möchte. Ja, möchte er. Ja, damit ist er sogar zufrieden. Der scheint nicht allzu viel haben zu möchten. Oh. 2 Millionen für Areola plus Handgeld nur 1,2 Millionen. Ist doch gut. Das ist doch ein guter Ersatztorhüter, oder? Letzte Saison war er noch Stammkeeper. Diese Saison kein einziges Spiel. Was ist da denn passiert? Wen haben die denn jetzt? Predrag Rajkovic. Okay. Okay. War jetzt auch nicht so der große, gute. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal diese Personalie auch erledigt und haben Ersatz für Roman Weidenfeller. Götz hat sich gerade wieder verletzt, oder wie? Ist doch unfassbar. War irgendwie 1 bis 3 Tage verletzt, kommt wieder ins Training, direkt wieder 1 bis 3 Tage verletzt. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, Ozbendel wird jetzt auch nicht so der ganz große Spieler. Wenn wir dann Bonic kriegen, können wir, glaube ich, schon wirklich Wendell verkaufen. Und würden dann schon bestimmt eine gute Ablöse kriegen von mindestens 20 Millionen, wie ich mir auch hoffe. Auch Frankfurt, konntet ihr nicht wenigstens einen Punkt holen? Diese Kölner diese Saison, ne? Jetzt sind die schon auf 4 Punkte ran. Areola kommt, sehr schön. Da ist er. So, wir haben zur neuen Saison schon mal 2 Torhüter geholt. Brun Larsen können wir auch verkaufen zur neuen Saison. Der ist ein ordentlicher Spieler, ein ordentlicher Bundesligaspieler vielleicht, aber auch nicht mehr. Und bei diesem Marktwert würden wir auch bestimmt das, die ein oder andere Million für ihn kriegen. Ich werde mit Darmstadt nicht mit einer B11 spielen. Gegen Darmstadt nicht mit einer B11 spielen. Auch wenn danach ein wichtiges Spiel gegen Lyon ist, aber... Wobei ich trotzdem Götz in der Pause gebe. Er ist halt noch ein bisschen angeschlagen. Aber ansonsten... spielen wir... Wobei, da kommt Schmeleck auch rein. Aber jetzt ganz im Ernst, das ist keine B11, oder? Das müsst ihr mir jetzt... mal wirklich anrechnen, oder? Hoch anrechnen, das ist nicht mit einer B-Spiele. Spiele. Ich habe gerade eine Ansprache gesagt, Darmstadt kommt als 18. Aber die sind... also 17. Ich lüge dir einfach mal an. Sehr gut. Auf geht's, wir sind Tabellenführer. Nein, sind wir nicht. Moment. Er hat Leipzig gespielt. Oh gut, unentschieden gegen Freiburg. Ein Glück,
Ein Glück, ein Glück. Bei dem Sieg können wir wieder auf einen Punkt rankommen. Ist ja auch mal gut. Ich mal direkt von Anfang an ein bisschen dynamischer spielen. Dadurch pressen wir ein bisschen stärker. Und auf Angriff. Oh, die haben ja Jadon Sancho, stimmt. Der darf nicht absteigen, ist eine schlechte Moral, eine schlechte Vita. Maximilian Mittelstädt auf Jadon Sancho. Aber jetzt kommt der Konter, eingeleitet von Mikael Cuisant. Jamolenko, Jamolenko, Aubameyang Köpf drüber. Schade. Sancho. Aber das ist natürlich ungefährlich. Cuisant. Oh, schade. Übers Tor getippt von Fernandes. Das ist war nicht über das Tor. Der ging links neben das Tor. Ja. Oh, Hoffenheim ist jetzt auch am Verlieren. Ah, okay. Wenn wir uns dabei bleibt und wir gewinnen, sind wir sogar wieder Erster. Oh, sehr gut. Zum Glück schwächeln nicht nur wir. Und spielen, auch wenn wir jetzt ehrlich sind, nicht ganz so gut gegen Darmstadt. Cuisant auf Pulisic. Weigel mit Glück. Auf Ober. Cuisant. Was macht da Fernandes? Mir kann es egal sein, aber was macht da Fernandes? 1-0? Danke. Danke. Hat nicht Fernandes, also der Torhüter, mal in der Jugend von BVB gespielt? Also Daniel Heuer Fernandes? Will ich mal kurz nachprüfen. Ja. In der Bundesliga 2010? Nee, ich glaube, das war noch die Jugend. Vor allem auch hier 2008. Da war der 15 am Anfang der Saison. Da war der bestimmt nicht in der Bundesliga-Kader. Würde mich wundern. Auf jeden Fall danke. So ein nachträgliches Ein Freistoß-Tor. Wir haben ein Freistoß-Tor geschossen. Okay. Nach jetzt 79 Folgen das erste Freistoßtor. Kann so weitergehen. Wenn wir jetzt alle 79 Folgen Freistoßtor schießen, besser als nicht so. 3-0. Oh, sehr schön. Haut hier Darmstadt raus und zeig mal, wer hier der Boss ist. Und Ober hat wohl richtig Bock auf die Torjägerkanone. Perfekt. Es war ein Gleichstand mit drei Leuten, die jeweils 15 Tore haben. Jetzt hat Ober schon mal drei nachgelegt. Und fast das vierte. Damit können wir auch schon ein bisschen hier die Leute schonen zur zweiten Halbzeit. Sancho. An den Pfosten. An die Latte. Ich wechsle immer den Pfosten mit der Latte. Es nervt uns ein bisschen, dass wir... Oh, 4-0. Durch. Vasilij Janicic. Okay, der ist meines Wissens nach nicht in unserer Mannschaft. Hoffenheim 2-0 gegen Leipzig. Yeah! Das scheint wieder... Das mag gut. Das scheint wieder die Tabellenführung zu sein. Ich kann jetzt sagen, zum Glück schwächelt gerade Leipzig sehr stark, aber weil ich halt so positiv denke, sage ich dann immer, denke ich mir dann, ach nee, mit den zwei Siegen gegen Frankfurt und Köln hätten wir jetzt 6 Punkte Vorsprung. Naja, naja. Man kann nicht alles haben. Gehört dazu.
Wenn das dafür jetzt die Schwächephase war, die wir hatten und keine mehr dazukommt, keine große von zwei Spielen, dann bin ich zufrieden. Maximilian Mittelstädt auf Jadon Sancho, das ist wirklich einstudiert, oder? Das war jetzt mindestens das dritte Mal, dass dieser Eckball so getreten wurde. Mittelstädt auf Sancho. Warum müssen wir versuchen, im Ballbesitz zu bleiben? Wir führen 4 zu 0. Ach komm, machen wir. Was für ein Pass. Was für ein Pass. Das zweite Eigentor. Geil. Und was für ein Pass von Quizon auf Pulisic. Da sieht man die Qualitäten, ja? Die Qualitäten, die ich eben gesehen habe. Und nicht Gladbach. Ansonsten hätte der da häufiger gespielt. Sancho, sehr schön auf Moise Keane. Er hat wohl vergessen, dass er ausgeliehen wurde. Quizon. Goretzka. Pulisic. Am Abschluss muss Pulisic wirklich noch üben. Isak kommt für Aubameyang. Ich will hier Standing Ovation sehen für Aubameyang, ja? Ein Hattrick hat er geschossen. Führt jetzt höchstwahrscheinlich die Torjägerliste an. 8 Spieltage vor Schluss. Sancho auf Sessegnon, sehr schön. Danke. Der kann ruhig immer solche Flügelwechsel hier machen. Außer wenn er bei uns spielt. Dann sollte er schon. Dann sollte er wirklich Keane, Sessegnon und den Rest der Mannschaft finden. Keane auf Isak, 6-0. Sehr schön. Freut mich für beide Spieler sehr. Der erste Scorerpunkt für Moyes. Sancho auf Sessegnon. Da, geil. Wie sagen, Pulisic. Pulisic. Och. Aus ihm wird, glaube ich, kein Torjäger mehr. Nee. Er hat zwar noch ein paar Jahre, sich zu verbessern, aber ob er jemals mal 10 Tore in einer Saison schießen wird? Wobei. Das ist schon möglich. Oh, diesmal hat Sancho sogar seinen eigenen Teamkollegen getroffen. Gefunden. Respekt, das ist eine Verbesserung von viel Prozent. Sancho auf Gaines. Na, es war natürlich nur Spaß, aber Sancho ist schon ein auffälliger Spieler heute auch. Man sieht, dass das ein wichtiger Offensivspieler ist. Und es freut mich natürlich, dass er so viele Spiele macht für Darmstadt die Saison. Och, Isak. Nach schönem Zuspiel von Goretzka, der perfekt Sessegnon gesehen hat. Quizon, Quizon. Fast mit dem 7-0. Quizon hätte auch ein Tor verdient. Mit dieser Leistung. Wir haben uns auf jeden Fall warm geschossen für Lyon. Und konnten damit auch schön ein paar Kräfte sparen. Noch ein Eigentor? Wie geil ist das denn? 3 Eigentore. 7-0. Hey. 3 Tore des Darmstadt davon. Hey. Hoffenheim für 3-0 gegen Leipzig. Damit haben wir Rasenballsport Leipzig auch in Sachen Tordifferenz, glaube ich, schon meilenweit überholt. Davor war es ein bisschen knapper mit
32 für uns und 27 für die. Aber jetzt 39 für uns und 24 für sie. Das sind natürlich auch sehr wichtig. Und da war gerade auch fast das 8:0 durch Isaac. Sirhuis knapp am Tor vorbei. Ich glaube, wir können von einem souveränen 7:0 sprechen, oder? Wobei, so die ersten 20 Minuten, da war Darmstadt schon ein bisschen zu häufig vorm Tor, oder? Aber komm, wir müssen nicht zu viel hier rumlamentieren. Wir haben 7:0 gewonnen. Leidenschaftlich, das war Weltklasse. Gut gemacht, Männer. Und Sagadu hat 100% der Zweikämpfe gewonnen. Also was will man da mehr? Was will man da mehr, oder? Was will man da mehr? Damit haben wir die Tabellenführung zurückerobert. Das ist perfekt. Perfekto. Köln hat 5 Siege in Folge. Respekt. Darmstadt 5 Niederlagen in Folge. Nicht Respekt. Okay, wir haben jetzt wenig Spieler für Lyon, aber wir können ja mal ein Spiel mit 6 Leuten spielen. Ist ja nicht so schlimm. So, ich speise da jetzt und ihr wisst ja, die Folge ist dann jetzt schon vorbei. Ich denke mal, dass ihr würdet mir zustimmen, dass diese Folge recht erfolgreich war. Das Spiel vor allen Dingen. Vor allem, wir haben 3 von 3 Eigentoren von Darmstadt profitiert. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Weder in der Realität noch hier im Spiel. Ich meine, das noch nie passiert. Also, dass der Gegner 3 Eigentore geschossen hat, ja? Wann passiert denn mal sowas? Wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Dann bestreiten wir das Heimspiel gegen Lyon, das Rückspiel. Und wir hoffen mal, dass wir da den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen können. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Ciao.